Es ist soweit. Skyrim ändert sich für immer. Nach mehr als 10 Jahren und über 30 Millionen verkauften Kopien gibt es nun eine richtige Revolution. Stellt euch vor, ihr könntet ganze Modlisten mit nur einem Klick installieren. Ihr müsstet nicht irgendwelche Mods suchen oder Mod-Konflikte lösen, die Installation beachten, sondern einfach nur einen Button klicken und komplett eine ganze Modliste würde installiert werden. Das klingt viel zu fantastisch, um wahr zu sein, und doch ist es nun die Realität. Um zu erklären, was ich meine, gehen wir ganz kurz zurück in die Vergangenheit, in das Jahr 2021. Dieses Jahr war für Skyrim besonders interessant, was die Mods angeht. Zwar wurde 2021 das Interesse an Skyrim und an Mods generell immer geringer, dennoch haben richtig viele Mod-Creator weiter fantastische Arbeit geleistet und coole Modifikationen für die Skyrim Special Edition herausgebracht. Viele Leute haben das Jahr 2021 als das goldene Jahr des Modding bezeichnet, doch 2022 hat das innerhalb von wenigen Wochen übertrumpft. Das liegt an verschiedenen Faktoren, unter anderem auch daran, dass ja am 11. November 2021 die Skyrim Anniversary Edition herausgekommen ist. Der Release der Anniversary Edition sorgte für einen ordentlichen Boost und hat dazu geführt, dass viele alte Mods aktualisiert und verbessert worden sind. Aber nicht nur das, Mods laden jetzt auch deutlich schneller, weil hier einfach die aktualisiert worden sind. Doch daneben gab es noch eine weitere große Ankündigung, die etwas untergegangen ist. Und zwar Nexus Mods Collections. Und wenn du bereits ab und zu mal Mods auf Nexus Mods dir herunterlädst, dann wirst du definitiv schon dieses Banner mitbekommen haben, was ganz oben auf der Seite prangert. Collections ist ein komplett neuartiges System, was es erlaubt, komplette Modlisten mit einem Klick herunterzuladen und zu installieren. Ja, das ist wirklich Realität. Ihr könnt euch einfach dabei zurücklehnen, ein Kaffee kochen, irgendwas machen und dann, wenn alles fertig heruntergeladen und installiert ist, euer Spiel spielen. Das funktioniert übrigens nicht nur mit der Skyrim Special Edition, sondern mit ganz vielen anderen Spielen auch auf Nexus Mods. Und ja, bevor ihr fragt, ich habe auch eine eigene Collection für die Skyrim Anniversary Edition erstellt, aber dazu gleich mehr. Ich durfte mir Nexus Mods Collections als Content Creator bereits in der geschlossenen Alpha einmal genauer anschauen. Inzwischen ist Collections in der Open Alpha und steht damit jedem zur Verfügung. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das Team hinter Nexus Mods hat hier etwas Unglaubliches geschaffen. Denn bereits in der Alpha und halt auch in der Closed Alpha war das Ganze ziemlich gut gelöst und beeindruckend zu sehen. Das ganze System ist wirklich an die Patrick Stars da draußen ausgerichtet. Ihr müsst einfach nur den Vortex Mod Manager herunterladen. Die Installation ist kinderleicht wie bei jedem anderen Programm. Automatisch erkennt der Mod Manager, welche Spiele ihr installiert habt, für die es Mods auf Nexus Mods gibt. Nun müsst ihr einfach in den Menüpunkt Collections gehen und hier könnt ihr auf den Button Discover More Collections klicken. Es öffnet sich die brandneue Seite Next Nexus Mods, wo ihr von vielen Spielen Collections euch anschauen könnt, zum Beispiel von Skyrim. Hier wählt ihr einfach eine Collection aus, die euch zusagt, die euch interessiert, lest wie immer ordentlich die Beschreibung durch und anschließend klickt ihr einfach auf den Button Add to Vortex. Schon wird die Collection heruntergeladen und für euch installiert. Als Premium Nutzer müsst ihr wirklich nur diesen einen Klick machen und alles geht von automatisch. Ihr habt unendlich Bandbreite und damit ist die Collection auch relativ schnell heruntergeladen. Als kostenloser Nutzer habt ihr eine Bandbreite, die beschränkt ist auf 2 MB die Sekunde und jede Mod muss nochmal bestätigt werden, damit sie auch final installiert wird. Das ist allerdings einfach nur ein Klick. Ihr müsst euch nicht mehr um die Konflikte kümmern, ihr müsst nicht irgendwie eure Ladereihenfolge sortieren, das macht das Programm komplett automatisch für euch. Anschließend überprüft ihr, ob alle Mods und auch alle Plugins ordentlich aktiviert sind, was eigentlich automatisch passiert. Anschließend könnt ihr Skyrim oder euer Spiel der Wahl einfach starten und es mit Mods genießen. Es ist wirklich so kinderleicht und das wird dafür sorgen, dass viele Leute, die bisher sich nicht ans Modding herangewagt haben, nun bequem einfach Modlisten installieren werden. Es werden also noch mehr Leute anfangen, Skyrim zu spielen, weil mit Mods sieht das Spiel halt 2022 immer noch ziemlich gut aus und man kann eigentlich unbegrenzt viele Inhalte in dieses Spiel integrieren. Wow, soweit so gut, da will man sich doch direkt so eine Collections mal ziehen eben schnell. Und bevor du das tust, schau dieses Video bitte bis zum Schluss an, denn ich möchte noch einige gängige Fragen, die es zu diesem Collection-System gibt, mit dir besprechen. Außerdem ist ja auch noch offen, was überhaupt mit meiner Collection ist und wie man die jetzt
jetzt eigentlich bekommt. Es ist kein Geheimnis, ich persönlich bin ein Fan von diesem System und finde das Ganze wirklich richtig gut. Es gab allerdings auch etwas Kritik an diesem ganzen System und das möchte ich nicht einfach unter den Tisch kehren. So machen sich einige Mod-Creator nun Sorgen, dass ihre Mods nur noch in diesen Collections aufgelistet werden und sich sonst keiner mehr für sie interessiert. Und ja, das ist erstmal ein ziemlich wichtiger Punkt, den man beachten muss, bevor man so ein System implementiert. Nexus Mods hat teilweise diese Befürchtungen ernst genommen und beispielsweise dafür gesorgt, dass die Mod-Creator ganz groß aufgelistet werden auf der Seite der Collections, wie man das hier unten rechts gerade sehr gut sehen kann. Auf der Seite können wir auch in den Tab Mods wechseln und uns dann die Mods, die in dieser Liste drin sind, genauer anschauen. Ja, es stimmt, es wird viele Leute geben, die das einfach ignorieren und einfach nur oben auf den Button klicken, Add to Vortex. Allerdings bietet Collections aber halt auch eine unglaublich gute Chance für Mod-Creator, um bekannter zu werden. So werden jetzt natürlich mehr Leute Mods herunterladen, denn der Prozess ist ja komplett einfach. Somit wird der Traffic auf Nexus Mods erhöht und generell mehr Menschen werden sich für Mods interessieren. Das wiederum werden natürlich dann auch die Mod-Creator spüren, denn es wird immer Leute geben, die eine Mod so gut finden im Spiel, dass sie sich fragen, ha, von wem wurde denn die erstellt? Ich schaue mir das nochmal genauer an. Zudem richtet sich dieses System vor allen Dingen an komplette Anfänger. So ist zum Beispiel das Skyrim-Modding unglaublich komplex und Collections kann hier nicht alle Sachen abdecken oder realisieren, dazu aber gleich noch mehr. Kurzum, wer das meiste aus seinem Skyrim herausholen will, der muss sich immer noch mit diesen Systemen, mit den Mods und den einzelnen Prozessen beschäftigen. So wie es ja bisher auch der Fall war. Das heißt, wir haben jetzt die bestehenden Modder und zusätzlich dazu kommen jetzt diejenigen dazu, die halt einfach die Collections sich herunterziehen. Letztendlich ist das allerdings nur eine Theorie und aus diesem Grund muss man genau beobachten, ob das Ganze sich so positiv entwickelt. Und das kann man nur tun, indem man Collections testet an der breiten Masse. Und das ist ja gerade mit der Alpha der Fall. Ich bin davon überzeugt, dass durch mehr Downloads, durch mehr Nutzer, auch die Mod-Creator logischerweise mehr Aufmerksamkeit bekommen werden. Eine Frage, die häufig von erfahrenen Moddern gestellt wird, ist, ob Collections auch mit Mods funktioniert, die eigentlich manuell installiert werden müssen. Der Skyrim Script Extender ist hier ein solches Beispiel. SKSE wird für viele Mods benötigt, lässt sich allerdings nicht wie eine normale Mod installieren. Das gleiche gilt übrigens auch für irgendwelche INB-Presets, aber halt auch das Generieren von der Distanz mit Tools wie Dendulot. Collections wird einen hier darauf hinweisen, dass es externe Abhängigkeiten gibt. Zusätzlich dazu wird das Team von Nexus Mods die Schnittstelle veröffentlichen, sodass auch externe Seiten mit eingebunden werden können in Collections. Bisher ist das allerdings noch nicht der Fall und das bedeutet, dass man Tools wie SKSE, aber halt auch die INB-Series manuell installieren muss. Aber das war ja bisher immer relativ leicht. Man muss die Dateien herunterladen und diese halt einfach in das Spielverzeichnis entpacken. Fertig sind sie installiert. Eine noch viel einfache Lösung gibt es für das Generieren der Distanz, denn hier kann der Collections-Besitzer ja einfach seine generierten Dateien als Mod hochladen und in die Collections mit einfügen. Ich selbst habe mich auch in den letzten Monaten dran gesetzt und eine sehr einfache Collection entwickelt. Diese ist komplett kompatibel sowohl mit der Skyrim Special Edition, aber halt auch mit der Anniversary Edition. Ich persönlich empfehle allerdings auf die Anniversary Edition zu upgraden, um das meiste aus dem Spiel herauszuholen. Meine Collection ist sehr einfach gehalten. Ihr werdet hier immer noch Skyrim spielen, halt einfach nur in Next-Gen-Grafik. Es gibt keine Änderungen am Gameplay oder halt irgendwie im Kampfsystem. Ihr spielt hier immer noch das klassische, alte Skyrim. Dafür sieht das Spiel deutlich besser und realistischer aus. Aktuell wird diese Modliste noch auf Herz und Niere überprüft. Ich will, dass diese Modliste einfach perfekt läuft, keine Bugs oder irgendwelche Fehler in das Spiel bringt, sondern im Gegenteil bestehende Fehler, Bugs und Probleme aus dem Spiel entfernt. Der Release steht kurz bevor. Um ihn nicht zu verpassen, aktiviere einfach unten die Glocke oder komm gerne auf den Discord, denn da wirst du auch informiert, wenn es soweit ist. In der Zeit bis dahin kannst du dir dieses spannende Video ansehen.